Also der Hans ist auf jeden Fall ein Guter. Der hilft im Dorf, weil er besonders stark ist. Und sein Stock verleiht ihm diese besondere Kraft. Und dann hilft er überall mit, überall wo es brennt quasi. Und irgendwann will er aber erwachsen werden und will so seinen Weg gehen und will auf Wanderschaft gehen. Also das Märchen Der starke Hans kannte ich vorher noch nicht, habe dann aber davon gehört und vor allem habe ich mich dann natürlich vorbereitet mit dem Drehbuch. Und das wurde ja auch nochmal anders ausgearbeitet und das war dann meine Vorlage. Das ist immer die gute Frage nach der Moral. Ich würde sagen, vielleicht sei mutig und geh deinen Weg. Also, es war so, dass ich gefragt wurde, ob ich den Hans spielen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Also ich habe das Buch gelesen. Und dann haben wir noch die Prinzessin gecastet. Dann habe ich noch mit drei Prinzessinnen, potenziellen Prinzessinnen gespielt. Und dann haben wir auch die Eckwärts noch gecastet. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und zum Schluss haben wir eine ganz tolle Besetzung gefunden. Also, bisher, wir haben ein straffes Pensum, sind aber alle sehr diszipliniert und kriegen alles recht gut hin. Wir arbeiten jeden Tag im Wald. Das führt vielleicht auch nochmal dazu, dass wir genug Sauerstoff haben. Und das holt dann ja auch immer runter, so der Wald und die Natur. Wir sind die ganze Zeit von Natur umgeben und das, glaube ich, macht alle so ein bisschen auch glücklich. Und deshalb ist hier eine gute Stimmung am Set und wir kommen super voran. Lustigerweise war der sehr, sehr ähnlich. Wir waren auch in der Natur. Es war wunderschön. Wir waren irgendwo in Italien, glaube ich. Und es war ja auch mit Matthias, also gleiche Regie. Dann ist meistens auch der Dreh und der Spirit am Set immer sehr, sehr ähnlich. Das ist es. Also es hat Spaß gemacht, es war lustig und so ist es jetzt auch hier. Ja, also ich würde sehr gerne noch weiter Märchen drehen. Auch als die Anfrage kam, habe ich mich sofort so gefreut und war so, ach, Märchen, das ist immer schön, weil es oft so halt einfach was Historisches ist. Also wir spielen jetzt 1830, 40 oder so. Das macht einfach immer Spaß. Es ist ein bisschen verwunschen. Und ich hätte auch Lust, mal in die Richtung auf die dunkle Seite zu wechseln. Vielleicht mal so ein Zauberer oder irgendwas. Darauf hätte ich wirklich sehr, sehr Lust.